brauchen keine Saftpressen mehr, Silly. Aber die sind besser, Limone. Schau! Das kriege ich hin. Silly und Limone sind so verschieden. Warum teilen sie sich überhaupt einen Wagen? Sie haben sich nicht immer einen Wagen geteilt. Oh, Rückblickzeit. Gehen wir weit, weit zurück. Kurz bevor Emily zu den Backstuben kam. Moment, Moment mal. Das ist kurz bevor ich hierher kam? Hatten Silly und Limone unterschiedliche Wagen und Partner. Limone arbeitete im Rund-um-die-Uhr-Limone-Wagen mit Limette. Was glaubst du, was du da tust? Limonen stapeln? Die größten Limonen müssen nach unten, die kleinsten nach oben, die weniger reifen nach rechts, die reiferen nach links. Das ist chaotisch! Wir müssen schließen, bis das behoben ist! Oh. Und Silly arbeitete am Zitronenwagen mit Zitrus. Super Buttertoffee! Ich hab's geschafft! Der Luftkissenwagen 800! Nicht schlecht! Aber wie hilft das Schweben, mehr Limonade zu verkaufen? Wen kümmert's? Wenn man einen Luftkissenwagen baut, dann macht man es mit Stil. Dieses Ding ist Wahnsinn! Wahnsinn? Bist du sicher, dass das kurz vor meiner Ankunft war? Ja! Psst! Das ist der gute Teil? Eine kalte, faire Limonade, bitte. Das ist der Rund-um-die-Uhr-Limone-Wagen. Eine Limonade mit einem Hauch von Limone. Vielleicht schmeckt Ihnen unsere Limonade, die... Wir bedienen nur Limonenliebhaber. Sie können Ihr Getränk ohne Limone auch woanders bekommen. Guten Tag, der Herr. Aber Limette... Ich sagte, guten Tag. Wow, Hammerschlitten. Eine Limonade. Wie wäre es mit einem Limonadenstrahl? Was hattest du da an? Emily, ich sah gut aus. Und jetzt pssst. Guter Strahl. Wow, du hast den Typen total weggestrahlt. Aber vielleicht etwas weniger heftig? Von wegen! Meine Genialität wird hier völlig missachtet. Ich bin raus. Ich kann nicht ohne Regeln arbeiten. Das ist chaotisch. Ich höre auf. Wow. Heftig. Diese Bären brauchen einen besseren Geschäftsplan. Oh, das Universum hat mich gerade auf eine Wahnsinnsidee gebracht. Ich weiß nicht. Ich mag nicht so viele Regeln. Also, ich wäre mit ein paar weniger Regeln einverstanden, aber ich will Getränke verkaufen und keine Kunden wegstrahlen, weißt du? Ich auch. Ich möchte den Wagen verbessern. Aber es bringt doch nichts, wenn keine Beere irgendwas kauft. Sie haben sich zusammengetan und sind das perfekte Team geworden, das du heute kennst. Warum explodiert hier immer alles? Warte es ab. Ich wollte nicht, dass er explodiert. Ich wollte nur den Wagen verbessern. Ich weiß. Und natürlich wäre eine bessere Saftpresse auch effizienter. Kannst du sie weniger explosiv machen? Ja! Du bist die beste Limone. Du auch, Silly. Ohne dich könnte ich unseren Wagen nicht betreiben. Oh! Was macht ihr denn da? Wenn du verloren bist, such Silly und du wirst sie finden. Immer und immer wieder. Silly und Limone. Warum bist du so schräg? Ich glaube, heute wird ein absolut tortenstarker Tag. Hier, bitteschön. Ich habe keine Erdbeerscones bestellt. Ich habe Erdbeertörtchen bestellt. Schau an. Da ist ja das plumpe Bärenteigtörtchen. Entschuldige, Schnurschön. Nun, wer hat also meine Scones? Wegen Reparatur geschlossen. Ja, gut, dann laufen wir nach Hause. Ach, komm schon! Hey, hey, da ist ja meine Lieblingsnichte und Mitbewohnerin. Wie war dein Tag? Gut, toll. Was für ein Tag. Ist irgendetwas Aufregendes passiert? Nein. Emily, hattest du einen schlechten Tag? Was? Ich?
einen schlechten Tag? Ich bitte dich. Ich bin eine, der Mixer ist halb voll Beere. Ich sehe immer die gute Seite und heute war es einfach nur... Es war... Es ist völlig okay, einen schlechten Tag zu haben. Es war furchtbar! Aber ich bin Emily Erdbeer. Ich bin süß, ich bin optimistisch. Ich kann keinen schlechten Tag haben. So bin ich einfach nicht. Hör mal, jede Beere hat mal einen schlechten Tag. Das ist völlig in Ordnung, Schätzchen. Klingt, als hättest du den schlechten Tag Blues. Schlechter Tag Blues? Manchmal läuft alles schief, gar nichts will gelingen. Dann kannst du nicht viel tun, du fühlst dich leider nur noch schlimm. So akzeptier es, ich sag dir, es ist wahr. Es ist okay, sich schlecht zu fühlen, dann hast du eben den schlechten Tag Blues. Tante Pauline, ich glaube nicht, man kann da nicht viel tun, nur Angst und durch. Es wird dann bald besser, auf jeden Fall. Okay. Bereite dir was Leckeres zu. Mit Schmusedecke, mach's dir nett. Okay. Mach einfach kleine Dinge und es wird langsam besser, ja, du wirst schon sehen. Komm einfach und gönn dir etwas, das du magst. Nun bist du dran, so wird's gemacht. Es ist okay, nicht okay zu sein, denn es geht hier um den schlechten Tag Blues. Du hast den schlechten Tag Blues. Sag dir, es ist wahr. Man kann da nicht viel tun, nur abends und durch. Es wird dann bald besser, auf jeden Fall. Eine schöne Massage, ein Schaumbad. Deine Lieblingssendung, die wirklich lustig ist. Was du dir aussuchst, es ist ganz egal. Solange es dir hilft mit dem schlechten Tag. Solange es mir hilft mit dem schlechten Tag. Dann bald besser, das sage ich dir. Okay, wie fühlst du dich? Naja, immer noch nicht toll. Aber ich denke, es ist in Ordnung, sich ab und zu nicht toll zu fühlen. Ganz genau. Die schlechten Tage erinnern einen nur daran, wie toll die guten Tage sind. Solange wir den schlechten Tag genießen. Wir haben immer noch Eiscreme im Gefrierschrank. Oh, ich bin dir weit voraus, nicht mein erster schlechter Tag, das sage ich dir. Weißt du, der schlechte Tag Blues schmeckt ziemlich gut. Kleiner Tipp, nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Komm pünktlich her! Hier, bitteschön. Kleiner Tipp, niemand mag eine krümelige Theke. Wischen, na los! Kleiner Tipp, ein wartender Kunde ist ein unzufriedener Kunde. Ach, komm schon. Brotpuddings kleine Tipps. Nicht hilfreich. Wie würde es ihm gefallen, wenn jemand alles, was er tut, kritisiert? Brotpudding, ich... Kleiner Tipp. Der Chef beendet gerade sein Frühstück. Gib ihm einen Moment Zeit. Ich hab ein Brot mit dir die zu schmieren. Die Backstuben der Apfelgroßstadt hier spricht... Was? Sie ist auf dem Weg hierher. Und ihr kleiner Hund auch. Sie kommen! Was ist los? Alle Beeren bereit! Die Besitzerin der Backstuben kommt. Ja, und? Schlimmer als Brot kann sie nicht sein. Du verstehst es nicht. Es ist Brot. Mutter! Was für eine schöne Überraschung. Hilfreicher Ratschlag, Brötchen. Behandle jeden Tag wie eine Überraschungsinspektion. Dann bist du nicht unvorbereitet, wenn es passiert. Mutter, natürlich sind wir vorbereitet. Mal sehen. Sahneklecks und ich haben festgestellt, dass diese Inspektionen in meinen anderen Häusern sehr aufschlussreich sind. Die Bananenstrandwerkstatt, die Eisberghütte, alle hervorragend geführt. Und was hast du gemacht? Unbeaufsichtigte Fahrzeuge, als ob wir auf einem Parkplatz wären. Oh, ist sie deshalb wie ein Parkwächter angezogen? Wir werden von dem Hund beurteilt? Psst! Ah!
Wie hast du das gemacht? Ich habe es mit Schnurschöns Katzenfutter bestreut. Nicht für Bären geeignet. Oh, wissen Sie, eigentlich würde ich nicht... Okay, schon weg. Na gut, es scheint, als hättest du eine Sache richtig gemacht, Brötchen. Oh. Leider ist eine Sache nicht gut genug. Ich billige nicht die schlampige Art und Weise, wie du die Backstuben leitest. Ich werde dich durch eine erfahrenere Bäre ersetzen. Aber ich... Ja, Mutter... Ein Krümel mal! Huh? Rot ist der Grund für den Erfolg der Backstuben. Manchmal treibt er uns in den Wahnsinn. Aber das liegt daran, dass er will, dass alles perfekt ist. Wenn du denkst, dass dieser Ort perfekt ist? Ja, das tue ich. Er ist so einzigartig wie Apfelgroßstadt und Brot sorgt dafür, dass jeder seiner Freunde... Freunde? Hast du gesagt Freunde? Das stimmt natürlich. Brötchen, unsere Stile mögen sich unterscheiden, aber offenbar gefallen deinen Freunden deine Methoden. Und trotz meiner Vorbehalte gegenüber... Es sind die Bären, die für dich arbeiten, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Wenn sie zufrieden sind, bin ich es auch. Komm, Sahneklecks, mal sehen, wie das Rosinen-Valerie-Sort und Spa ruiniert wird. Ihr alle seid die besten Bären, die ein Manager und eine aufstrebende Mode-Ikone sich vorstellen kann. Oh. Emily, worüber wolltest du vorhin mit mir sprechen? Oh, ich wollte mich nur bei dir bedanken, Brot. Du machst wirklich einen tollen Job. Kleiner Tipp, ich kann nicht alles allein machen. Bären, zurück an die Arbeit! Oh.